Okidoki, die letzte Map. Das hier ist das ganz normale. So. 36 Gegner nur. Ach du Scheiße. Das ist also quasi nur ein Dead Simple Remake. Die auf der anderen Seite sind sehr kooperativ. Wir holen uns mal das hier. Jetzt weiß ich nicht, was wir genau machen müssen. Ich gehe auf jeden Fall mal hier überall hoch, aber das scheint nichts zu bringen. Warte mal, die machen ja gar nichts. Ha. Na gut. Die sind tot. Ah. Jetzt. Jetzt sehe ich doch schon, was da dann passieren wird. Ja. Ich würde mal sagen, wir kümmern uns hier zuallererst mal um alles hier drin. Holen uns den zweiten Anzug. Allzu viele Gegner sind es ja nicht. Ach, sind zwei Cyber Demons direkt? Das ist natürlich frech. Ja, das ist natürlich sehr frech. Wenn der mich jetzt hier blockt, der Blöde. Sehr schön. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch mit Infighting ein bisschen definitiv auch mit Infighting arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir genug Muni für beides Cyber Demons haben. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Lol. Kommen da noch ein paar Gegner rein. Ja, dass der halt die ganze Zeit da hinten alleine steht, ist ein bisschen nervig noch, sagen wir es mal so. Rein theoretisch sollten wir hier einfach warten. Ja, komm. Na. Sehr schön. So ist gut. Und ihr seid mal bitte so nett und kommt hierher. Sehr schön. Das muss doch jetzt. Das muss doch jetzt funktionieren. Ja, na also. Sollen die mal den zu zweit drangsalieren? Ich glaube, ich kümmere mich mal jetzt um den hier. Nice. Perfekt. Heyo. Und zack.
Ja gut, sagen wir mal, ein nettes kleines Dead Simple Level noch so zum Abschluss. Das war, meine ich, die letzte Map. Und ja, sehr coole What eigentlich. Die Maps haben eigentlich alle durch die Bank Spaß gemacht. War jetzt layout-technisch meistens nichts, oder ich sag mal optisch eher zurückhaltend meistens. Auch wenn ein paar sehr cool aussehende Maps dabei waren, speziell jetzt Maps 5 und 6 sahen eigentlich sogar echt cool aus. Also kann man sich eigentlich auch da absolut null beschweren. Also, nee, sehr, sehr coole What, hat sehr viel Spaß gemacht, gerade mit Pistolenstart. Echt cool spielbar. Und wundert mich echt, dass diese What tatsächlich dann auch nie was bekommen hat. Oder zumindest in irgendeiner Form erwähnt wurde bei den Kako Awards, weil es echt sehr gut gewesen, also wirklich. Aber naja. Und bin jetzt auch gespannt, wie es dann bei dem zweiten Teil aussehen wird, der ja den Kako Award bekommen hat. Aber gut. Würde ich mal an der Stelle sagen. Sieht man sich bei der nächsten Mod wieder. Bis dann. Ciao.